Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Wir sind immer noch bei den Ermittlungen mit Ermittlungsarbeiten beschäftigt. Und wir haben jetzt zuletzt hier nochmal hinter der Bühne, neben der Bühne, wir haben uns hier mit Valent Grammarai unterhalten, seines Zeichens angesehener Zauberer, der irgendwann mal im Fernsehen aufgetreten ist, aber scheinbar seine besten Jahre schon längst hinter sich hat. Nichtsdestotrotz war er ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Bühnenshow, weil er einen super tollen Trick irgendwie angeleiert hat, der auf der Bühne performt wurde. Und wir sind immer noch hin und weg und fragen uns, wie das Ganze funktioniert hat. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann heraus. So, für den Moment wollen wir jetzt aber erstmal eine Sache untersuchen, auf die er uns hingewiesen hat. Denn kurz bevor wir gekommen sind, hat er ein bisschen auf dem Flügel rumgeklimpert und da soll irgendwas komisch gewesen sein. Und was genau komisch gewesen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist ein großer Flügel. Ich habe noch nie auf sowas gespielt. Du solltest Herrn Wright dazu bringen, dir mal etwas beizubringen. Keine gute Idee. Er kann es nämlich auch nicht. Langsam bekomme ich Mitleid mit dem Kerl. Vielleicht ist das meine große Chance. Hier kommt der erste Auftritt der Wunderpianistin. Autsch! Hast du dieses Geräusch eben gemacht? Lass mich nochmal versuchen. Weißt du, ich glaube, da steckt etwas im Flügel. Ich werde mal unter dem Deckel nachsehen. Huch! Sieh mal! Das klemmte zwischen den Seiten. Es sieht wie eine Art Fernbedienung aus. Jemand muss das Ding in den Flügel geworfen haben. Sieht eher aus wie ein Zünder. Fernbedienung in die Tasche gesteckt. Spannend. Was könnte das denn nur sein? Ich weiß es nicht genau. Gucken wir es uns doch einfach mal an in der Gerichtsakte. Auf der Bühne gefunden. Eine Fernbedienung für irgendwas. Mehr weiß ich nicht. Prüfen. So, wir gucken es uns an. Wir sehen den großen roten Knopf. Dieser Schalter da. Es verlockt mich sehr, damit zu spielen. Nicht drücken. Du könntest uns das ganze Kolosseum in die Luft jagen. Apollo, bitte. Nicht jeder alberne Schalter zündet eine Bombe. Dein veraltetes Verbrecherbild passt nicht in unsere schnelllebige Zeit. Also gut. Trucy, klär mich bitte auf. Wozu ist dieser Schalter also gut? Vielleicht schaltet er den elektrischen Rasierer in Gavins Garderobe ein. Ein Schalter so groß wie ein Rasierer für einen Rasierer? Okay. Interessante Idee, aber nicht unbedingt sehr wahrscheinlich. So, was kann man denn damit anstellen? Keine Ahnung. Wir könnten sie zum Beispiel hier unserem geliebten Herrn Zauberer mal zeigen. Mein Ärger und Verdruss, alles klar, ja, er ist ärgerlich und verdrießlich, das ist schlecht. Gut, tschüss dann, ich muss gehen, war nett, vielleicht sieht man sich mal bei einem Supermarkt. Oh, guck mal, Lemmy Raya, was ich hier gefunden habe. Schauen Sie mal, was ist denn das? Können Sie mir darüber etwas erzählen? Tut mir leid. Ja, dann halt nicht. Gut, dann gehen wir doch mal zur absoluten Expertin von jedweder technischen Sache. Wir starten Emma einen Besuch ab. Hallo Emma, ich habe was gefunden. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Guck mal. Kannst du dir das hier mal ansehen? Ein kleines Gerät. Sieht wie ein Sender aus. Ein Sender? Man drückt diesen Knopf hier und das Ding sendet ein Signal. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Ein Signal? Du meinst ein elektronisches Signal? Was ist das, Apollo? Sag Emma, weißt du, was das seltsame Ding ist, das du gefunden hast? Oh, das? Lass mich mal diesen Knopf da drücken. Na! Es brennt! Emmas Gerät brennt! Was sollte denn das? Na! Nun, immerhin wissen wir jetzt, was das ist. Ein Zünder.
Das Ding hier funktioniert wie ein Feuerzeug. Es hat mich jedenfalls um ein Haar angezündet. Hey, sieh mich nicht so an. Das war keine Absicht. Davon gehe ich aus. Immerhin kommen wir ein wenig voran in diesem Fall. Hey, Apollo. Lass uns Emma noch mehr über dieses Ding fragen. Immerhin hat sie jetzt Erfahrung aus erster Hand. In der Tat. Habe ich vorhin gesagt, dass das Ding aussieht wie ein Zünder? Schon, also zumindest von meiner Definition her. Weil man drückt auf den Knopf und dann zündet man etwas. So war das halt von meiner Seite aus gemeint. Okay, das Spiel ist aber der Meinung, irgendwie das, wo etwas rauskommt, das ist dann der Zünder. Habe ich es richtig verstanden? Ich glaube. Wie würdet ihr das sehen? Haltet ihr das Ding da für eine Fernbedienung oder für einen Zünder? Ist eine Fernbedienung nicht im Endeffekt auch ein Zünder? Man drückt da auch auf Knöpfe und etwas passiert. Vielleicht sollte ich nicht so viele Fragen stellen. So, die Fernbedienung. Was soll das werden? Willst du mich bei lebendigem Leib verbrennen? Ach komm, das waren doch nur ein paar Funken. Das sagst du. Du hattest es ja auch nicht in der Hand. Wenn ihr zwei miteinander redet, fliegen doch ohnehin schon genug Funken. Was soll's. Jetzt wissen wir wenigstens, dass das ein Fernauslöser für einen Zünder ist. Kann ich mir das mal kurz ansehen? Und? Nun, das ist definitiv ein kleiner Sender. Das Signal ist schwach. Es reicht bestimmt nicht weiter als 10 Meter. Ein Sender. Fernauslöser in der Gerichtsakte aktualisiert. Sehen wir uns doch mal den Querschnitt der Bühne an. Aha! Das Bild finde ich an der Stelle furchtbar interessant. Wenn ihr das jetzt hier so seht, hättet ihr gedacht oder euch so vorgestellt, dass so wie es hier aussieht, dass das Kolosseum an sich aussieht? Ich weiß nicht genau, aber anhand der bisherigen Bilder, die wir erkunden durften, bin ich immer davon ausgegangen, dass man von diesem Backstage-Bereich aus einfach geradeaus wirklich zugeht, dann halt auf die Bühne halt, auf den hinteren Teil der Bühne. Aber stattdessen sehen wir, dass die Garderoben, die befinden sich alle unten drunten, im Keller. Also wir sind quasi unter den Sitzen von den Leuten und da hinten ist die Bühne und ihr seht es ja jetzt alles selbst. Ich finde das furchtbar interessant und wichtig, dass uns jetzt endlich mal ein Querschnitt gezeigt wird, damit man sich das hier mal ein bisschen besser vorstellen kann. Also, 10 Meter von Lemmy Ryers Garderobe. Das umfasst den kompletten Backstage-Bereich. Sogar die Bühne könnte noch dabei sein. Eher unwahrscheinlich, dass jemand das Ding auf der Bühne einsetzt. Abbildung des Kolosseums zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich muss jetzt mit der Arbeit weitermachen. Dann werden wir uns jetzt woanders nach weiteren Hinweisen umsehen. Ich fühle mich viel besser. Jetzt, wo ich weiß, um was es sich dabei handelt. Ich muss mich später ein bisschen über Zünder informieren. Viel Glück! Ich wüsste auch gern noch ein wenig mehr über Zünder Bescheid. Zünder zur Gerichtsakte hinzugefügt. Vielleicht können wir irgendjemanden noch ein bisschen dazu befragen oder löchern oder wie auch immer. Das könnte ja durchaus irgendwie alles sein. Querschnitt des Sunshine-Kolosseums, so können wir uns das Ganze nochmal angucken, aber nicht weiter untersuchen. Trotzdem schon mal interessant und gut zu wissen. So, Zünder. Am Tatort gefunden. Wirft eine Flamme, wenn er mit Fernauslöser gezündet wird. So dupidupidup. Hier kann man irgendwas untersuchen. All diese kleinen Teile. Das ist sehr komplex. Ich denke, dass hier die Flamme rauskommt. Aber sonst... Gute Maschinen laufen, auch wenn wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Das sagt mein Papst immer. Kein Sprichwort, das du überall herumposaunen solltest, Trucy. In der Tat. Das klingt nämlich ein bisschen strange. So, wie wär's denn, wenn wir hier nochmal den Zünder zeigen? Vielleicht sagt sie noch was Spannendes. Kannst du dir das hier mal ansehen? Oh, auf einmal hat sie wieder Snacku-Laune. Das ist aber schade. Und die Abbildung des Kolosseums findest du auch nicht interessant, ne? Irgendwie nicht. Gut, weiter am Text. Dann hauen wir hier erstmal wieder ab.
haben jetzt hier wieder Lemmy Raya. Der können wir natürlich auch das einfach mal zeigen. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Tut mir leid. Hat noch nie einen Zünder gesehen. Hat gesehen. Habt ihr gemerkt, wie ich mich über sie lustig gemacht habe? Das ist nicht gut, Hering. Schäm dich. Schäm dich sofort auf der Stelle und geh in die Ecke. In irgendeine Stille. So, hallo, Herr Grammarai. Mein Ärger und Verdruss, du findest Zünder auch nicht so richtig interessant. Da er nicht drauf anspringt, können wir schon mal davon ausgehen, dass es nichts mit irgendeinem Zaubertrick oder so zu tun hat. Also vermutlich auch nichts mit der momentanen Teleportation von Lemmy Raya. Ist doch schon mal ein guter Hinweis, oder? Ja. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie passiert ja nicht so richtig was. Vor allem in der Gavinner-Garderobe ist tote Hose. Ja, dann hau ich wohl mal ab. Dann tschüss. Dann gehe ich halt. So. 9. Juli. Sunshine Colosseum. Was? Sie kommen, um über den Mord zu lachen? Darien. Die alte Schachtel macht ihre Klappe auf und zack geht mein Leben den Bach runter. Als Verdächtiger bin ich suspendiert. Darien hat nicht gerade die beste Laune, oder? Die wenigsten Leute haben im Moment gute Laune, scheint mir. Hier hat sich ein Verbrechen abgespielt. Es gibt sicher schönere Orte zum Rumhängen. Und dann musste Gavin auch noch Salz in die Wunde streuen. Mein Alibi ist bombensicher. Bombensicher! Ja. Hallo, Herr mit der lustigen Frisur. Dürfen wir uns ein bisschen unterhalten vielleicht? Also, was Ihr Alibi angeht. Müssen Sie das fragen? Die Schießerei war mitten im dritten Set. Das stimmt. Die Musik hat gedröhnt, als wir die Schüsse hörten. Und Herrn Letou tot auffanden. Ich habe auch 10.000 Zeugen, die mich gesehen haben. Da oben auf der Bühne. Ihr Gitarrenspiel war große Klasse. Danke, kleines Fräulein. Sehen Sie? Das Ganze ist doch albern. Kaum zu glauben, dass Sie mich nicht arbeiten lassen. Sie haben keinen Grund, mich anzuschreien. Lemmy Raya ist schuld. Sie hat gesagt, sie hätte seine Stimme zur Tatzeit gehört. Mann, ich habe noch nie mit dieser alten Schwätzerin geredet. Wie will die mich denn identifizieren können? Macht ihn jetzt aber auch nicht gerade sympathisch, dass er so über sie redet, aber sein Ärger und Verdruss mag irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise vielleicht verständlich sein. Weil es sind ja schon schwere Anschuldigungen. Sie lassen sie nicht arbeiten? Er lässt mich nicht. Gavin! Ich soll nichts tun, bis der Verdacht geklärt ist. Was denn für ein Verdacht? Was für ein Spießer. Staatsanwalt Gavin? Spießer? Er mag auffällig und prahlerisch wirken, aber er ist steif wie ein Bügelbrett. Außer wenn er deprimiert ist. Haben Sie gehört, wie er neulich rumgejammert hat? Oh, Sie meinen die Sache mit dem Mischpult? Und dann war da noch der Auftritt von eben. Was sollte das? Dieser Teil klingt falsch. Was war das? Zweite Gitarre. Ah. Das warst du, Darien. Er ist nur ein Perfektionist, das ist alles. Kein schlechter Kerl, wirklich. Naja, ich glaube, die Gaviners sind die Besten. Ich habe alle Platten von ihnen. Die Band ist auch gut. Gavin kann gute Melodien schreiben. Das muss ich ihm zugestehen. Wenn man es recht bedenkt, Staatsanwalt Gavin lässt sich nur selten hier sehen. Ach der? Der ist bestimmt in der Staatsanwaltschaft. In der Staatsanwaltschaft? Da war ich noch nicht, oder? Interpol hat die Daten des Opfers bestimmt schon geschickt. Normalerweise wäre ich jetzt da und würde mich darum kümmern. Apollo, lass uns das prüfen. Ich wollte schon immer mal zur Staatsanwaltschaft. Vielleicht ist das keine schlechte Idee.
Los, komm. Bestellen Sie ihm schöne Grüße, ja? Ach, und er soll sich verdrücken. Und sagen Sie ihm, ich will zum Tatort. Okay, wir gehen jetzt lieber. Hey, warten Sie. Ja? Was meinen Sie? Was ist wirklich passiert? In Wahrheit? Sie glauben nicht, dass ich es war, oder? Naja. Na klasse. Das macht mir echt Mut. Denken Sie dran. Ich hab's auf der Bühne krachen lassen, als es passierte. Krachen lassen. Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Sirenengesängen in die Irre leiten, ja? Wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie ein Jahr Kreide fressen. Dafür sorge ich. Lass uns nicht weiter mit ihm reden, okay? Inspektor Darien questioned. Hätte ich die Wahl, würde ich ihn lieber in Ruhe lassen. Ja, er wirkt irgendwie wie ein unangenehmer Zeitgenosse, mit dem man es sich nicht unbedingt verscherzen möchte. So, wir können zurück ins Büro gehen oder in Backstage-Flur oder in Gavins Büro. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Gehen wir doch mal einfach mal hin. 9. Juli, Staatsanwalt Gavins Büro. Sieht luftig aus. Also von der Aussicht her, meine ich. Scheint relativ hoch gelegen zu sein. So sieht es also aus. Das Büro der Gaviners. Das ist nicht das Büro der Band. Das ist das Büro des Staatsanwalts. Genau, und deshalb frage ich, was ist das für ein schauriges Dingsbums? Oder so. Sieht so aus, als würde Staatsanwalt Gavin telefonieren. Sieht so aus, das hat Apollo übrigens gesagt. Sieht so aus, als würde Staatsanwalt Gavin telefonieren. Nun ja, dann müssen wir wohl später nochmal vorbeikommen. Oder wir könnten uns ganz leise hinter dem Bücherregal verstecken. Du willst ihn belauschen? Wieso denn? Wir würden nur warten. Leise, damit er es nicht merkt. Vielleicht würden wir etwas Skandalöses über die Band erfahren. Sie wäre die perfekte Reporterin für ein Klatschmagazin. Was? Ein Replikat? Warum war er denn überhaupt hinter dem Ding her? Ja, Letou. Letou? Hören Sie, erzählen Sie mir bloß nichts von diesen Borginiern, okay? Bringen Sie mir nur diesen Bericht, aber fix. Und legen Sie keine mysteriösen Objekte mehr in mein Büro, klar? In solchen Momenten vermisse ich Darien. Hä? Hallöchen! Tee. Wir wollten nur vorbeischauen. Sie sind doch nicht sauer. Wie könnte ich? Die Welt wäre schöner, wenn es mehr Tihi gäbe. Nehmen Sie Platz. Staatsanwalt Gavin, der Philanthrop. Sieh zu und lerne etwas, Apollo. Nun, wen möchten Sie denn sprechen? Hä? Cantillon, den Leadsänger der Gaviners? Oder Staatsanwalt Gavin, die Geißel des Gerichtssaals? Was will er uns denn damit sagen, Apollo? Ich glaube, er stellt uns vor die Wahl. Wir können ihn entweder zum Konzert oder zum Fall befragen. Wofür sollen wir uns entscheiden? Ja, gute Frage. Eine Kombination aus beiden wäre irgendwie ganz witzig. Ich mag irgendwie die Beziehung zwischen Cantillon und Trucy, also Beziehung in Anführungszeichen, diese kleinen Interaktionen, das fällt halt auch während der Gerichtsfälle, also während der eigentlichen Prozesstage, fällt das immer so ein bisschen auf, wie er immer so ihr auch öfter mal so den Ball zuwirft, also immer dieses, wie sehen Sie das, Fräulein, oder irgendwie sowas in der Art, aber irgendwie auf so eine, halt nicht auf eine böswillige Art und Weise, sondern irgendwie schon auf eine eher charmante Art, weil er es ihr auch zutraut, dass sie eben gute Einfälle hat.
Also ich glaube, sie hat ihn schon, so wie er sie bislang kennengelernt hat, sie hat ihn schon ein ganz klein bisschen beeindruckt. Also dafür, dass sie halt zwar ein junges Mädchen ist, aber irgendwie ein aufgewecktes Mädchen. Dass sie irgendwie ein bisschen was drauf hat. Ich glaube, das merkt er halt auch. Und deswegen sind die Interaktionen zwischen den beiden halt irgendwie süß. Weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Und das eine Mal beim letzten Prozesstag war es ja auch tatsächlich so, dass er zwischenzeitlich sie sogar ein bisschen auf die Palme gebracht hat, weil er ja so ein bisschen gemein zu Emma war. Und das fand Tusi dann ja nicht so lustig. Da gab es auch so ein ganz klein bisschen, kurzen Moment mal der Reibung. Das ist jetzt natürlich wieder komplett verschwunden, was irgendwie tatsächlich ein bisschen schade ist. Aber, weiß nicht, solche kleinen Charaktermomente irgendwie, die mag ich ganz gern. Ist mir halt nur so aufgefallen, wollte ich jetzt an der Stelle sagen. Und wollte ich vor allem auch sagen, um ein bisschen Zeit zu schinden. Denn das ist jetzt der perfekte Moment, um den Part dann tatsächlich zu beenden. Und dann können wir uns beim nächsten Mal daran machen, ein bisschen ausführlicher mit Staatsanwalt Gavin zu reden. Wir können uns dann auch sein Büro angucken. Und wir können ihm die ganzen Sachen zeigen, die wir gefunden haben. Ob das tatsächlich eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber wir könnten es in jedem Falle einfach mal tun. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sage tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.